Moin moin liebe Sportsfreunde, und der nächste fährt jetzt mal los hier in Flashing Lights. Wir haben irgendwo eine Schusswunde zu versorgen. Jo. Oh, der sagt kein Hallo, der sagt ja, ja, moin 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 moin. Habe jetzt oft genug gesagt. Mussten ganz schnell hier einen Auftrag annehmen, weil sonst wäre halt doof gewesen, hätten wir wieder warten müssen. Ja, wir haben genau. Auch irgendwie, keine Ahnung, warum auch immer, so ein Feuerwehrmann dabei. Ja, der ist halt ein Spieler, ne? Der hat sich hier einfach reingesetzt in unser Auto. Ja, ich sitze jetzt hinten drin. Also, ich habe jetzt auch die Innenperspektive mal an, ist schön. Ist schön, sagt er. Ja. Ach so. Ja, ist alles gut, ich weiß schon, wo ich hinfahren muss. Ja, alles klar. Ja, ich sehe jetzt einfach nur hinten aus den Fenstern da so und ist eigentlich nett hier drin. So überhaupt nichts in den Regalen und so. Ja, wofür auch? Weiß ich nicht. Hat auf jeden Fall Stil. Ich habe bei mir zu Hause in den Regalen auch nichts stehen. Die stehen einfach nur so. Ja, okay. Staubfänger halt. Genau. Ich weiß auch nicht, was der Feuerwehrmann hier will. Ja, keine Ahnung. Finde ich auch ein bisschen unsinnig. Wenn der jetzt gleich irgendwas braucht, der hat ja nichts dabei. Naja, ist mir egal. Ja, Feuerlöscher kann er ja, ne, von uns, aber... So, hier sind wir auf jeden Fall. Zack, da liegt die Dame. So, von Karre auf. Medizintasche und moin. Patient ins Bild. Ja, geh doch mal weg, du Feuerwehrmann. Ehrlich, so, kontrollieren wir erstmal den Kopf. Keine Schusswunde. Hat Puls, atmet, alles klar. Hat auch Puls. War toll, an den Arm komme ich nicht dran. Bein auch schön. Hier ist die Schusswunde, alles klar. Dann einmal so. Verbände wahrscheinlich. Ich hab die doch inspiziert. Oh, weil ich den einen Arm jetzt nicht mitgemacht habe oder was? Ja, du musst alles machen. Oh. Ist richtig bescheuert, ne? Und jetzt muss man die Tasche wieder aufheben. So, inspizieren. So. So, haben wir das alles durch. Versorge die Wunde mit Verbänden. So, passiert. Nimm die Trage, jawohl. Zack, verpiss dich, du Feuerwehrmann, Alter, sonst schmeiß ich die raus. Hey, ich setz mich jetzt vorne rein. Hey, warum mach ich die Tür zu? So, jetzt kein Zusehen, wie er hier hinkommt. Lass mal den Feuerwehrmann hier stehen. Ja, hat er Pech gehabt. Ja, klar. Geht hier um Leben und Tod, jede Sekunde zählt. Wenn er da rumsteht, ey. Pech gehabt. Schon wieder bin ich mit E ausgestiegen. Also wieder Blinker rechts an. Ja, das passiert mir aber auch. Aber auch, was soll's. So, Weg kennt's ja, ne? Hier Autobahn rechts runter, alles geradeaus, geradeaus. Gut. Schön. Ja, läuft. Ne? 3 Minuten könnten neuer Rekord werden. Für die Erstrettung. Ja. Ne? 5 Minuten war, glaube ich, vorhin der Rekord. Davor waren es 11. Okay, das war kein Rekord. Das haben wir einfach nicht geschafft. Wurde ja nie gerettet, der Patient. Ja. Ja, ist das hier richtig? Ja. Ja. Aber bei einer Sache kannst du mir vertrauen, und zwar Autobahnkreuz. Wobei ich da echt sagen muss, bei GTA zum Beispiel, wenn ich da irgendwelche Kreuze hatte, ne? Ey, wie oft ich mich da verfahren habe. Oder ETS oder sowas, ne? Ja, bei Euro Truck Simulator. Ja, oder American Truck. Hi, I'm State Patrol. Ja, hi. Ja. Ach, guck mal, der Feuerwehrmann hat das Spiel verlassen. Ja, macht nix. Ja, nee. Finde ich jetzt auch nicht so dramatisch. Hier geht. Achso, der hat einen Auftrag angenommen. Ah, die Einfahrt verfehle ich noch ein bisschen. Ich glaube, das wird auch nichts mehr voraus. Ach, der Feuerwehrmann ist wieder dem Spiel beigetreten. Und der Michael. Ja, ist ja schön. Jetzt wird es doch noch voll zum Schluss. Wo ist der... die Perle? Das
Schon wieder ein Patient abhandengekommen. Das haben wir doch schon mal gehabt. Ey, da gibt's einen neuen Auftrag. Boah, dann, ja. Es ist halt, doof, aber ist so, ne? Die Perle ist plötzlich weg. Wird wahrscheinlich zwischendurch gestorben sein oder so. Ja, weiß ich auch nicht. So einmal drehen, ja. Dann fährst du. Ist doch nicht mehr normal, ey. Auch geil, ey. Dann fährst du rechts. Rechts? Okay. Ja. Nur einfach Straßenverlauf folgen. Oh, alles klar. Man, der müssen wir bei dem Feuerwehrmann vorbei. Also war wohl nichts mit Rekord hier. Ja, eigentlich wäre es ein Rekord gewesen, ne, aber. Tja. Ich glaube, die hatte was dagegen. Ja, die wollte gerade nicht den Rekord. Ah, ich sehe schon, alles klar. Da vorne. Ja. Prächtig. Player reagiert auf Fahrzeug. Feuer. Bam. Moin. Was geht ab? So. Gegenstände, Medizintasche. Was fehlt Ihnen denn? Warte, ich stelle mich direkt erstmal so richtig hin, damit ich wieder überall drankomme. Ja, so. Das ist immer ganz wichtig, ey. Inspizieren. So, hat Puls. Ja, genau. Stell schon mal drauf. voll geil. Hat Puls. Knochenbruch. Er ist immer dasselbe Bein, glaube ich. Alter, Knochenbruch, da müssen wir erstmal hier Knochenbruch Zeug noch holen. Genau. Gegenstände, Knochenbruchausrüstung. Warte mal, ich mach mal die Kleidung weg. So. Ja, ist auch besser so, ne? Der Perle war sowieso warm. Kommt man besser ans Bein ran. Auf jeden Fall. Abbruch. Kannst du einfach Richtung Auslasse machen, dann bricht er auch ab. Du kannst ihn nicht benutzen. Naja. Nutze die Medizintasche oder andere Objekte aus dem Gepäckraum. Wieso? Hä? Was muss mit der denn noch gemacht werden? Du hast sie ausgezogen, wahrscheinlich deswegen. Ach, und ich kann die nur anziehen mit Tasche. Ist gut. Ist gut, Junge, ist ja gut. Jetzt muss er die Medizintasche wiederholen, um die anzuziehen. Ja, weil du das Hemd da reingepackt hast. Ah, ja genau, das ist in der Tasche. Sag mal gucken, ob es jetzt geht. Nö. Ne? Nö. Hat die sonst noch irgendwas? Ich kann ja so ein Nackending mal ansetzen hier. Ja, das musst du mit Sicherheit machen. Und jetzt? Weiß ich auch nicht. Nutze Medizin. Warte mal, lass mich mal drüber gucken mit der Medizintasche. Ach, ich kann die ja nicht nehmen, weil du die ja hattest. Hol den eigene. Ja, mach ich ja schon. Ja. Die ist wieder angezogen. Inspiziert habe ich sie. Die atmet und hat ja Puls, also Reanimation ist auch nicht. Verbände ist. Ja, kann ich auch nirgendwo. Weiß ich nicht. Ja, ich inspiziere die jetzt auch nochmal, aber. Und was sagt Dr. Stefan Frank? Ja. Ja? Keine Ahnung, also. Ja, und bleibt die halt hier liegen. Abbruch. Tasche nehmen, über sie drüber laufen. Weiß ich auch nicht. Also normalerweise. Nö. Hä? Die hat doch Puls und so weiter, also brauchst du schon mal keinen Defibrillator. Knochenbruch hat sie auch, haben wir ja schon gemacht. Was können wir noch so technisch? Ja, ich hau jetzt mal ein EKG da dran. Ah ne, geht ja nicht. Muss ich das ausziehen wieder. Warte, ich komm mit der Tasche. Ist doch alles behindert, ey. Mit der Striptease-Tasche hier. Ja. So, Patient hier, Kleidung. Durchsuche die Verdachtsperson und um Diebesgut zu finden. Du sollst sie durchsuchen. Wie geht das denn? Das kann doch nur ein Bulle machen. Ja. Können wir doch gar nicht.
Ja. Ja, komm, ich hau jetzt das EKG-Kabel da dran, ey. Zack, 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 jawohl, funktioniert alles. Elektroden schon mal dran setzen, die kriegt jetzt noch einen Schlag und dann ist gut. Hier, Stromstoß. Bams. Bums, sie hat gezuckt, alles klar, sie ist wieder heil. Gut. So, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann kann die mich mal an die Füße kratzen. Und die Spannung steigt. Trommelwirbel. Nö. Alles klar, tschüss. Leck mich doch. Dann bleibst du hier liegen, ist mir egal. Aber wir können den nicht abbrechen, glaube ich, ne? Nee. Ekelhaft. You are very ugly man. 7 years kid. No. I'm six. So. Ja, und jetzt? Ja. Weiß ich nicht. Also würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ja, genau. Somit und hiermit beenden wir auch die Serie Flashing Lights. Das sind jetzt 9 Folgen. Von jeder Fraktion haben wir 3 Folgen gemacht. Zwar ist jetzt das mit dem die medizinische Fraktion hier so ein bisschen, ja, Ja, war jetzt nicht so erfolgreich. Ja. backmäßig, sag ich mal. Aber was soll man machen? Wir können den ganzen Quatsch jetzt hier nicht abbrechen und ja, sind jetzt ein bisschen bei 11. Guck mal, was ist denn hier los? Bei 11 Minuten rund. Ja, reicht. Ich denke mal, einen Eindruck habt ihr jetzt von dem Spiel. Und ja, müsst ihr selber wissen, ob es euch gefällt. Ja, das stimmt. Willst du vielleicht noch ein Fazit abgeben zu dem Spiel? Ja, was soll ich sagen? Also, ich sag mal, wenn es kostenlos wäre, würde es sich lohnen. Ja. Also jetzt in dem Zeitpunkt, jetzt gerade dafür Geld auszugeben, finde ich ein bisschen, ja, wie viel hat das nochmal gekostet? 5 Euro? Ja, ich habe also normaler Steam-Preis und ich glaube 12 Euro irgendwas. Ja, das ist definitiv zu viel, finde ich tatsächlich. Du hast 5er bezahlt. Ja. Ne? Ich habe 12 irgendwas bezahlt. Also ich finde es ein bisschen teuer für den Preis tatsächlich. Zumindest was das Spiel bis jetzt kann. Ich meine, gut, Feuerwehr ist ganz witzig. Polizei macht schon ordentlich Spaß, aber die Ambulanz habt ihr jetzt gerade gesehen. Was sollten wir mit der Perle noch machen? Wir haben alles versucht. Es ging nichts. Da kann man nichts ändern dran. Ja, und so im Großen und Ganzen, also es macht schon Spaß wahrscheinlich, wenn man mit mehreren Kollegen zusammen zum Beispiel, wenn man eine Truppe hat, die 6, 7 Leute sind, dann definitiv vielleicht was. Aber für einen Einzelspieler oder 2 Leute ist das ein bisschen mager. So würde ich das jetzt einfach mal im Großen und Ganzen verfassen. Ja, viel mehr könnte ich dazu auch nicht sagen. Also ich ärgere mich schon ein bisschen, dass ich für das Spiel 12 Euro ausgegeben habe. Ja. Weil ist es nicht wert, definitiv nicht. Wir haben das, wie lange haben wir das Spiel jetzt? Einen Monat? Ja. Ungefähr. In dem Monat kam ein Update, okay. Nee, stimmt nicht. Wir haben schon 2 Monate voraus. Ja? Ja, überleg doch mal. Wir nehmen auf 9 Folgen. Das sind über 2 Monate schon. Über einen Monat schon. Ja, 2 Folgen pro Woche. Ja, Ja. stimmt, ja. Wir haben es ja vorher schon gehabt. Ja. Also da von daher, also gut, in der Zeit kam auf jeden Fall ein Update, weiß ich nicht, ist okay, Es wird wahrscheinlich könnte jetzt noch mehr eins sein. kommen, wenn wir diese Folgen hochgeladen haben. Das kann natürlich sein. Ne? Ja, weiß man ja nicht. Das Eben. ganze Ding ist eine Early Access, das ist klar, das sollte jedem bewusst sein. Trotzdem ist die Performance, finde ich, nicht so geil. Man sieht, die Räder sind eingeschlagen, auch wenn du geradeaus fährst. Als Beifahrer hast du kein Motorengeräusch. Ja. Und auch so der ganze Umgebungssound, der ist, finde ich, ein bisschen schmal. Es ist zu wenig Leben auf der Straße. Da vorne brennt's. Ja, ist mir egal. Ich meine nur, ich sehe gerade den Rauch hier hochsteigen. Ach da, ja, geil. So an sich, nee. Also, wenn das mal ein Angebot ist für 2 Euro oder was jetzt, dann kannst du das vielleicht nehmen. Und wenn du dann mit 10 deiner Kollegen spielst, macht das vielleicht auch Fun so, aber Eben. Empfehlung von mir, nein. Nee. Einfach mit einem Wort nein. So. Und So in kann man es diesem ausdrücken, Sinne ja. würde ich jetzt auch mit diesen Worten abschließen und auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.